Das sind einige unserer Themen heute. Schuhmuseum Hauenstein ausgezeichnet. Woche der Wiederbelebung im Landkreis. Tag der Zivilcourage in Pirmasens und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Das Deutsche Schuhmuseum Hauenstein hat für den September 2023 die Auszeichnung Museum des Monats des Rheinland-Pfälzischen Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration erhalten. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde und eines Rundgangs wurde die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung vor Ort übergeben. Der rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hadeck war ins Deutsche Schuhmuseum Hauenstein gekommen, um es zum Museum des Monats September 2023 zu küren. Er übergab die Auszeichnung an Ortsbürgermeister Michael Zimmermann, der zugleich auch Vorsitzender der Stiftung Deutsches Schuhmuseum ist. Es ist das 14. prämierte Museum dieser Reihe. Also wir suchen beim Museum des Monats landesweit besonders originelle Museen, die ein tolles Konzept haben und die auch noch besondere andere Kennzeichen haben. Zum Beispiel hier ist das das unglaubliche ehrenamtliche Engagement, was dieses Museum trägt. Auch Zimmermann sieht das als großen Pluspunkt des Hauensteiner Museums. Man muss immer bedenken, das ist das größte ehrenamtlich geführte Museum in Rheinland-Pfalz. Und dieses Team, das hier wirklich mit Herzblut dabei ist, die sorgt natürlich dafür, dass nicht nur die Neugestaltung des Innenbereiches auch wirklich toll geworden ist, sondern man merkt hier wirklich den Menschen an, dass sie das, was sie hier tun, gerne tun. Auch Landrätin Dr. Susanne Ganster begrüßte angesichts der ungewissen Entwicklung von ehrenamtlichem Engagement Hadecks Gedankenspiel, im Ministerium zukünftig eventuell mehr Mittel für solche Einrichtungen zur Verfügung stellen zu müssen. Bei einem Rundgang unter anderem mit den Verantwortlichen der vor 2 Jahren durchgeführten Neugestaltung konnte sich der Kulturstaatssekretär dann noch einen Eindruck der Ausstellung machen. Aber es ist natürlich auch die Neukonzeption, dass man in diese tolle Bauhausarchitektur die 2000-jährige Schuhgeschichte auf so aufregende Art und Weise erzählt. Und da haben natürlich auch die Profis sozusagen ihren Anteil daran, die das Ganze konzipiert und eingerichtet haben. Insbesondere mit der Neugestaltung und Neueröffnung im Sommer 2022 konnte man das in einem denkmalgeschützten Haus von 1929 beheimatete Museum noch einmal besonders aufwerten. Zuvor lag der Fokus noch auf der Darstellung der Schuhproduktion an sich, von der Schuhmacherei bis zum industriellen Bereich. Und jetzt haben wir das ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt haben wir den Schuh an sich genommen und nicht nur auf Produktion, sondern auch den Schuh dargestellt. Was ist Schuh? Wie sieht Schuh aus? Wie wird Schuh hergestellt? Wie wird Schuh getragen? Also rund um den Schuh, wir haben das ein bisschen breiter aufgestellt praktisch, diese ganze Sache. Wobei natürlich der Maschinensaal, den wir da hatten mit Transmissionen und so weiter, der ist erhalten geblieben, weil das ist natürlich ein unglaubliches Zeitzeugnis, wenn man sieht, wie Schuhmaschinen rattern und funktionieren. Man könnte rein theoretisch einen Stock höher noch tatsächlich Schuhe herstellen mit diesen alten Maschinen. Auf rund 3000 Quadratmetern können die BesucherInnen auf einer faszinierenden Zeit- und Weltreise das Kulturgut Schuh erkunden. Neben dem größten Schuh der Welt gibt es im Deutschen Schuhmuseum Hauenstein auch Schuhe von Berühmtheiten und Wissenswertes rund um Schuhherstellung, Schuhhandel und Schuhwerbung zu entdecken. Mitte September kam es zu einer Zusammenkunft auf dem Grundstück des noch im Rohbau befindlichen Bauprojekts der Supermarktkette Waskau. Hierfür trafen sich Verantwortliche der Baufirma, des Konzerns sowie Vertreter der Stadt Rodalben. Es wurde der bisherige Verlauf des Baus Revue passieren lassen und über folgende Schritte aufgeklärt. Der Standort in der Rodalber Bahnhofstraße wurde schon seit Ende der 70er Jahre als Supermarkt genutzt. Der bis Ende 2022 noch in Betrieb gewesene Altbau war nie optimal für die Warenpräsentation geeignet und schränkte die Filiale in Rodalben durch den Faktor Größe als auch den allgemeinen Aufbau ein. Der neue Markt soll diese Einschränkungen beheben. Deshalb ist die Gesamtfläche durch den Erwerb von Nachbargrundstücken auf 5.634 Quadratmeter gewachsen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Neuaufbau des Marktes in vollen Gängen. Und es, obwohl es zu Beginn Schwierigkeiten gab,
zeitlich mit der geschätzten Bauzeit vereinbar? Also es war bekannt, dass das hier eine kartierte Altlastfläche ist. Und dann mussten wir von Anfang an, sage ich mal, das Ganze über Recherchen abhandeln. Was war da schon alles in den letzten Jahren oder Jahrzehnten an Gebäuden? Was könnte da im Untergrund sein und so weiter? Konnten das Ganze aber natürlich erst nach dem Abriss genau untersuchen. Und dann hat man halt alte Öltanks, sage ich mal, gefunden, wo dann, sage ich mal, auch teilweise der Boden etwas saniert wurde. Und das wurde dann in ein, zwei Monaten abgehandelt, sodass jetzt die komplette Fläche wieder sauber ist. Momentan befindet sich das Projekt noch im Rohbau. Dieser sollte jedoch in den nächsten Wochen fertiggestellt und mit dem Dach und Fensterfronten versiegelt werden. Ab diesem Zeitpunkt kann der Ausbau des Innenraums beginnen und parallel dazu die Außenanlage bis Dezember fertiggestellt werden. Ab Februar soll der Markt fertig zum Beräumen sein. Zur Osterzeit sollte die Filiale unter absehbaren Umständen bereit für die Eröffnung sein. Der Neubau des Konzerns wurde vorab auf Kosten von etwa 10 Millionen Euro geschätzt und liegt nach Aussage der Verantwortlichen bislang gut im Budget. Das Design der Filiale soll nicht nur ein modernes sein, sondern sich auch darüber hinaus in das Gebiet einfügen. Wasgau ist ja im Prinzip der Name der Region. Wir bemühen uns schon seit Jahrzehnten, im Prinzip der Marke Wasgau das Gesicht zu geben. Die Farben der Region werden Sie wiedererkennen. Buntsandstein, Farben werden da sein. Das Holz wird ein Bestandteil der Außenfassade werden. Die Rodalbe hier wird renaturiert. Das heißt, wir passen uns mit unserem Markt so ein bisschen an die Optik der Umgebung an, um einfach das Stadtbild optimal zu unterstützen. Man kann sich in Rodalben auf einen neuen, größeren und moderneren Anlaufpunkt der Supermarktkette freuen. Zur Eröffnung sind zudem Attraktionen wie Besuche der regionalen Zulieferer geplant. Einmal im Leben eine Reise 100 Jahre in die Vergangenheit machen. Das war Anfang September in Ludwigswinkel bei der Veranstaltung Camp de Ludwigswinkel der Südwestpfalz Gästeführer IG möglich. 2 Stunden lang wurden die Teilnehmer durch das frühere französische Truppenübungslager geführt und trafen dort auf ehemalige Soldaten und Bewohner des Camps. Wir waren dabei. Insgesamt 80 Teilnehmer in der Rolle neuer Rekruten haben bei der Führung über das ehemalige Gelände des Camp de Ludwigswinkel teilgenommen. Das Camp wurde nach dem Ersten Weltkrieg 1922 von den Deutschen als Reparationszahlung erbaut. Heutzutage sind nur noch ein kleiner Teil der 125 Gebäude der Anlage erhalten. Hier an der früheren Haltestelle der Wastenwaldbahn im alten Lokschuppen hat die Führung durch das Lager angefangen. Man muss wissen, dass wir vor 100 Jahren hier eine Eisenbahnlinie, eine Schmalspurbahn von Bundenthal bis hierher nach Ludwigswinkel-Schöntal hatten. Das ist unser Startpunkt. Dann werden unsere Besucher, die in die Rolle auch eintauchen müssen von den neuen Rekruten, werden dann ans Eingang vom Lager Ludwigswinkel gebracht. Dort werden sie von den Soldaten in Empfang genommen, müssen marschieren, müssen ordentlich gekleidet sein, da wird kontrolliert. Und dann gehen wir diese Hauptstraße hoch, das war die Rue Générale, das war die Hauptstraße von diesem Lager. Heute sieht man gar nichts mehr davon, weil sich die Natur viel zurückgeholt hat. Und zwischendurch werden wir dann an verschiedenen Stationen Überraschungen erleben. Die einzelnen Rollen, wie zum Beispiel der Postkartenverkäufer an der Kooperativ, der Koch oder die Bauernfrau, wurden von den Anwohnern und Gästeführern gespielt. Begleitet wurden die Teilnehmer von Mitgliedern des Vereins Fantassins de Lorraine, die 3 uniformierte französische Soldaten darstellten. Trotz nicht immer ganz ernst gemeinten Darstellungen des Lebens im Lager war es für den Bürgermeister von Ludwigswinkel wichtig, ein Bewusstsein für die Geschichte des Camps zu schaffen. Es waren 3.500 Soldaten hier in diesem Camp. Damals wohnten gerade mal 350 Leute in Ludwigswinkel. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es da Reibereien, Konflikte gab. Wir wollen aber an die Zeit auch erinnern, um einfach auch zu verstehen, dass es viel besser ist, in Frieden zu leben. Und deshalb ist es auch wichtig, und das ist auch, was der Verein, die 3 Soldaten, die jetzt von Frankreich kommen, auch immer machen, dass man an die Zeit erinnert. Sie ist geschehen, es ist ein Bestandteil unserer Geschichte. Über weitere Veranstaltungen und Touren der Südwestpfalz Gästeführer IG können sich Besucher auf der Webseite www.g-ig.de informieren. Vive la France, vive l'Allemagne! Getreu diesem Motto fand Mitte September der deutsch-französische Bauernmarkt in Hinterweidenthal statt.
Crepe, Leberklöße, Käse oder Wildschweinbratwürste. Das Angebot war ebenso binational wie die Händler. Und wir waren für sie dort. In der Corona-Pandemie pausierte die Veranstaltung und der deutsch-französische Bauernmarkt konnte von 2020 bis 2022 nicht stattfinden. Ende September 2023 konnte man erneut etliche Stände, die Waren verschiedenster Art anboten, auf dem Dorfplatz von Hinterweidenthal besuchen. Der grenzüberschreitende Bauernmarkt lockte viele Besucher an. Für Barbara Schenk, die seit 24 Jahren das Amt der Ortsbürgermeisterin innehat, ist die Tradition des Bauernmarkts äußerst wichtig. Was im Jahre 2000 als Bauernmarkt, organisiert von dem Naturpark Pfälzerwald, begann, entwickelte sich schnell zur Tradition. Und so entschied man sich dazu, den Markt in Hinterweidenthal selbst zu veranstalten. Seit dieser Zeit, außer jetzt 2 Jahre Corona, machen wir diesen Bauernmarkt, so wie er heute ist, ja, mit Beiprogramm und mit unseren Vereinen und natürlich auch mit den Bestückern, mit den Ausstellern, die immer wieder kommen zu uns. 29 Stände waren dort zu finden. Einige wurden von französischen Händlern betrieben, andere wiederum von deutschen und von ortsansässigen Vereinen. Barbara Schenk stuft diese Vereine als unerlässlich für das Bestehen des Bauernmarkts ein. Es dient unwahrscheinlich dem Zusammenhalt, ja, unter den Vereinen, weil die ergänzen sich, ja, gegenseitig, machen teilweise gemeinsame Stände und natürlich auch im Ort selbst die Gemeinschaft, die profitiert kolossal davon. Man sieht sich an diesem Sonntag, es gehen Junge, es gehen Ältere, ja, alle wollen zum Bauernmarkt gehen. Natürlich kommen auch von außerhalb, man kennt Leute, ja, in der Nachbarschaft, in den Nachbarorten und es ist immer wirklich ein tolles Zusammenkommen. Die kulinarische Versorgung wurde durch sowohl deutsche als auch französische Stände gewährleistet. Diese boten Getränke und Spezialitäten aus beiden Regionen an. Der deutsch-französische Bauernmarkt hatte auch einige Attraktionen zu bieten, darunter eine Dreschmaschine, die vor den Augen der staunenden Besucher betrieben wurde. Der gut besuchte Bauernmarkt bot somit Versorgung durch Essen, Getränke, freundliche Konversationen und Unterhaltung und machte Lust auf den 23. deutsch-französischen Bauernmarkt in Hinterweidenthal. 2023 wurde vom 18. bis 22. September die Woche der Wiederbelebung abgehalten. Hierfür wurden bundesweit Workshops und Infoveranstaltungen angeboten. Auch in der Südwestpfalz war das Thema präsent und wurde mit Hilfe der Cut-Bretter in Form einer theoretischen wie praktischen Veranstaltung thematisiert. Die bundesweite Umfrage des Marktforschungsinstituts Toluna bezüglich Ersthilfe kam zu einem erschreckenden Ergebnis. 48% der Deutschen sagen, dass sie sich im Ernstfall nicht in der Lage fühlen, einen Schwerverletzten zu versorgen und deshalb in einer solchen Situation keine Hilfe leisten würden. 47% der befragten Frauen sagen sogar, dass sie nicht fähig seien, eine Reanimation durchzuführen. Um gegen diese Lücke in der Gesellschaft vorzugehen, wurde dieses Jahr bundesweit die Woche der Wiederbelebung ausgerufen. Im Rahmen dieser Aktion wurden deutschlandweit Informationsveranstaltungen zum Thema Ersthilfe angeboten. In der Südwestpfalz wurde dies mit Unterstützung der Cut-Retter gemacht. Doch weshalb ist Ersthilfe in einer Notfallsituation so wichtig? Das ist ganz wichtig, weil in Deutschland jährlich rund 65.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. Und dann zählt eben jede Minute. Denn jede Minute, in der nicht reanimiert wird, also erste Hilfe geleistet wird, sinkt die Überlebensrate um 10%. Und da gilt es einfach, als Cut-Retter zu helfen und die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst dann eintrifft. Während der Veranstaltung wurde erklärt, wie man sich im Notfall zu verhalten hat. Hierfür wurden auch Praktikübungen mit Hilfe von Reanimationspuppen durchgeführt. Es wurde gezeigt, wie man eine betroffene Person versucht anzusprechen und deren gesundheitliche Lage einzuschätzen, wie man diese in eine sichere Seitenlage bringen kann und wie man einen Betroffenen im Notfall zu reanimieren hat. Hierfür wurde die Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung ausführlich erklärt. Im Anschluss durfte jeder zeigen, was er gelernt hat und 4 Minuten lang an einer Puppe ihre Fähigkeiten testen. Anhand der Daten, die währenddessen von den Puppen aufgezeichnet wurden, konnte man die Technik der Ersthelfer im Nachhinein auswerten und Verbesserungsvorschläge geben. Auch der einfache Gebrauch eines Defibrillators wurde vorgeführt. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich traut, dass man die bewusstlose Person einfach sich traut anzufassen und eben die Wiederbelebungsmaßnahmen dann auch startet. Im Rahmen des Termins wurde ebenfalls auf das seit einem Jahr laufende Projekt Cut-Retter aufmerksam gemacht. Hier kann jeder, der eine Schulung in Erster Hilfe gemacht hat, sich in das System aufnehmen lassen. Das System kontaktiert im Notfall Teilnehmende,
die in der Nähe eines Vorfalls sind und kann somit für Ersthilfe sorgen. Bislang kam es innerhalb von einem Jahr schon zu 343 Einsätzen der bislang 273 registrierten Kartretter. Mitte September gab es in der Siebenhügelstadt etwas zu feiern. Die Kreisstraße 6 zwischen Gersbach und Winzeln wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde für den Verkehr freigegeben. Welche Baumaßnahmen auf der Kreisstraße umgesetzt wurden und wie viel das Projekt gekostet hat, verraten wir Ihnen jetzt. Unter musikalischer Begleitung des Posaunenchors der Stadtmission Pirmasens hat Oberbürgermeister Markus Zwick gemeinsam mit den Anwohnern der Stadtteile Winsberg, Gersbach und Winzeln die Kreisstraße 6 eröffnet. Die Erneuerung der Straßenentwässerung und der 500 Meter langen Fahrbahn und Gehwege ist dabei für die Stadt Pirmasens von großer Bedeutung. Das ist deshalb so schön, weil das eine bedeutende Straße ist für die Verkehrsanbindung dieser drei Orte. Es ist ja eine Hauptdurchgangsstraße und mit der Baustelle verbunden. War natürlich auch Beeinträchtigungen für die Menschen aus Winsberg, aus Gersbach, aus Winzeln, die Umwege fahren mussten, die Wartezeiten in Kauf nehmen mussten, Anwohner, die Baustelle vor der Haustür hatten oder auch mehr Verkehr auf der Umleitungsstrecke. Und heute ist all das vorbei und das nach 13 Monaten. Das ist ein richtiges Großprojekt gewesen, ja, eines der größten Straßenbauprojekte der vergangenen Jahre. Trotz des Umfangs des Großprojekts konnten die Baumaßnahmen vor der geplanten Zeit fertiggestellt werden. Gefördert wurde das über 4 Millionen Euro teure Projekt mit rund 770.000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz. Am Dienstag, den 19. September, dem bundesweiten Tag der Zivilcourage, haben unter anderem Vertreter von Polizei und Ordnungsamt mit einem Infostand auf dem Pirmasenser Wochenmarkt für Zivilcourage geworben. Wobei es dem Kriminalpräventiven Rat mit seiner Anwesenheit ging, konnten wir vor Ort erfahren. Das Ordnungsamt, die Polizei, der Förderkreis für soziale Projekte des Bundesprogramms Demokratie leben und der Weiße Ring wollten auf dem Pirmasenser Wochenmarkt gemeinsam Zivilcourage als gesellschaftliches Element in den Vordergrund stellen und darüber mit Menschen ins Gespräch kommen. Man habe den Eindruck, das Thema sei zuletzt auch aufgrund von berechtigten Ängsten, sich einzumischen, in den Hintergrund getreten. Der Leiter des Ordnungsamts Steffen Schmidt sieht einen Rückgang der sozialen Kontrolle, beispielsweise wenn es darum ginge, jemanden anzusprechen, der den Hundekot des Tieres nicht entsorgt. Und unser Ziel wäre, dass wir gesellschaftlich uns so weiterentwickeln, dass da nicht nur eine Frau oder ein Mann den jeweiligen Sünder anspricht, sondern dass man sich da solidarisiert und dazu kommt, dass derjenige, der den Anspruch nicht allein ist, sondern dass man dann mehrere Personen ist und zum Ausdruck bringt, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung ist. Und wir erhoffen uns dann, dass es jetzt gar nicht so sehr darum geht, dass man den Hundehaufen wegmacht, sondern dass auch durch die Solidarisierung diejenigen, die da im Moment mit der Sauberkeit in der Stadt nicht so gut umgehen, dann dazu kommen und vielleicht auch ihre Auffassung ein bisschen ändern und selbst einsehen, dass man den Hund ruhig hinmachen lässt, aber dann auch den Abfall wieder beseitigt. Das gelte natürlich umso mehr bei selten vorkommenden Angriffen, wo es besonders wichtig sei, den Opfern zur Seite zu stehen und sei es nur mit dem Absetzen eines Notrufs. Aber im Grunde ginge es schon um weitaus niederschwelligere tägliche Vorfälle, die Zivilcourage erfordern. Weil wir einfach aus der Bürgerschaft die Rückmeldung bekommen, dass man oftmals nicht so ganz zufrieden ist mit dem Zustand der Stadt. Wir haben uns die Sauberkeit in der Stadt als Ordnungsamt auf die Fahne geschrieben, als ganze Stadt, müssen aber wirklich halt auch sagen, dass wir da auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen sind. Es geht da nicht um Denunziantentum, sondern einfach um ein neues Stadtgefühl da zu entwickeln im Sinne einer Wertschätzung für die Stadt. Ich denke, das drückt es ganz gut aus. Um die Maßnahmen für Sicherheit und Ordnung in der Stadt aufeinander abzustimmen und sich gegenseitig zu unterstützen, tauschen sich die Vertreter im Kriminalpräventiven Rat aus. Diesem Netzwerk gehören unter anderem die Polizei, das Ordnungsamt, Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Sozialamt, der Verein für soziale Rechtspflege, der Förderkreis für soziale Projekte von Demokratie leben sowie Senioren- und Jugendstadtrat an. Der Kriminalpräventive Rat tagt in der Regel zweimal im Jahr. Bei der Begleitausschusssitzung der Partnerschaft für Demokratie Südwestpfalz Mitte September gaben diverse Projekte einen Zwischenbericht ab.
Zudem wurde der Stand des Projekts Jugendforum besprochen und eine Social-Media-Strategie vorgestellt. Wir waren vor Ort. Um die vielen Projekte zu überblicken, die bei Demokratie leben umgesetzt werden, fand am 12. September eine Begleitausschusssitzung statt. Geleitet wurde die Sitzung von Marika Keller, der Fach- und Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie Südwestpfalz. Es wurden im Rahmen der Sitzung einige Programmpunkte abgearbeitet. Unsere Sitzung heute ist die Sitzung, bei der die aktuell, also 2023, laufenden Projekte einen Zwischenbericht abgeben. Das heißt, wir werden zum ersten Mal hören, was aus dem, was wir auf dem Papier gelesen haben, was wir da über die Anträge wissen, was da tatsächlich draus geworden ist, wie das mit Leben gefüllt wurde. Die Projekte, die schon gestartet sind, geben also heute einen Zwischenbericht. Zwischenberichte werden wir von insgesamt 6 Projekten bekommen, 8 sind genehmigt und die beiden weiteren starten aber erst im Anschluss an diese Sitzung. Unter anderem wurde der Stand des Projekts Konflikte lösen ohne Gewalt, das in Kooperation mit der Jugendkulturwerkstatt Pirmasens umgesetzt wurde, ausgeführt. Im Rahmen des Projekts führte Ina Gebhardt Präventionsveranstaltungen mit Kindern der 5. und 6. Klassen durch, in denen Themen wie Grenzen setzen, Körpersprache und Stressbewältigung angesprochen wurden. Zudem wurden die Projekte Genial gerecht und Zivilcourage lernen, die beide an der IGS Thal Eichweiler umgesetzt wurden, besprochen. Die Projekte hatten zum Ziel, Konfliktlösungen zu erarbeiten, das Grundgesetz für SchülerInnen anschaulich zu gestalten und Zivilcourage im Alltag als Verhaltensweise aufzuzeigen. Um den Kindern der Grundschule Rotalben gewaltfreie Lösungen näher zu bringen, wurde das Projekt Ohne Gewalt Streit lösen ins Leben gerufen. Den Schülern wurde durch Übungen und Rollenspiele vermittelt, wie man aktiv eingreifen und helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Um inklusives Verhalten unter Kindern zu fördern, wurde an der Grundschule Marsweiler im Rahmen des Projekts Nehmt uns auf ein Hörspiel erstellt, das Begegnungen von Kindern mit und ohne Behinderung thematisiert. Für das Projekt Ich bin für mich, das an der Grundschule Riechweiler-Mühlbach umgesetzt wurde, übernahm Marika Keller in diesem Jahr die Patenschaft. Hierzu erarbeiteten die Kinder ein Musical, das im Anschluss an die Projektwoche aufgeführt wurde. Das Ziel des Projekts war es, den Kindern zunächst mal beizubringen, was Wahlen sind, wie Wahlpropaganda, wie Wahlkampf funktioniert. Das ist in Anlehnung an ein kleines Bilderbuch. Da geht es wirklich darum, dass die Tiere einen König wählen. Die Kinder hielten dann auch Wahlreden und mussten Mehrheiten organisieren. So konnte unser demokratisches System anschaulich vermittelt werden. Außerdem lädt Demokratie leben zur langen Nacht der Demokratie ein. Die Veranstaltung findet am 12.10.2023 ab 17 Uhr in der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz in Rotalben statt. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin machen Sie es gut und tschüss.